Ich denke, was bald passieren wird, ist uns allen klar, oder? Mein Entbindungstermin rückt immer näher. Und ich spüre, dass die Babys sehr bald kommen werden. Aber davor muss ich wirklich noch jede Menge erledigen. Was soll ich sagen? Ich habe bald 5 Kinder. Jeder Simoleon zählt. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 11. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Emma Zwillinge bekommt. Und zwar bekommen wir diesmal einen Jungen und ein Mädchen. Danke übrigens für die ganzen Namensvorschläge. Wenn alles nach Plan läuft, dann sollten die beiden in diesem Part auf jeden Fall auf die Welt kommen. Bevor wir aber in den Part hineinstarten, eine kleine Sache noch. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, bald sind wir hier auf YouTube tatsächlich bei 1000 Abonnenten. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich das mit einem 10-Stunden-Stream auf Twitch mit euch feiern. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele geben, aber ich werde zum Beispiel auch Gewinnspiele veranstalten. Also ich werde Sims 4 Erweiterungen verlosen. Und damit ich weiß, welche Erweiterungen euch überhaupt interessieren, habe ich hier auf YouTube im Community-Tab eine Umfrage erstellt. Und folge mir gerne auch schon mal gleich auf Twitch. Derzeit streame ich etwa zweimal die Woche und meistens ist mindestens einmal die Woche Sims 4 auch dabei. Aber gut, dann starten wir jetzt am besten gleich mal in den Part hinein. Und mit Blick auf unsere hochschwangere Emma starten wir dann auch gleich in den Part hinein. Ich glaube, es ist sehr gut ersichtlich, sie ist schon im dritten Trimester. Also ich gehe davon aus, dass die Zwillinge in diesem Part auf die Welt kommen. Aber wann genau, das ist ja immer so eine Sache, das kann ich leider nicht sagen. Auf jeden Fall müssen wir ganz dringend noch die Rechnungen bezahlen. Das heißt, Emma wird jetzt einfach mal ein paar Sachen einmachen. Und zwar werden wir eingemachte Pilze machen, dann werden wir noch jede Menge Schokoladensirup herstellen. Also es fehlt uns ja nicht mehr allzu viel für die Rechnungen. Aber immerhin bekommen wir dann noch 2 Kinder und für die brauchen wir auch Geld. Also ja, jeder Simoleon hilft uns weiter. Was machen denn die anderen eigentlich? Daisy sitzt an den Hausaufgaben. Wie sollte es anders sein? Ivy liegt tatsächlich schon im Bett. Ich meine, eigentlich ist das noch etwas früh. Vielleicht könnte sie hier noch etwas im Garten mithelfen. Dann werden wir hier mal aufräumen. Mehr können wir hier dann aber eigentlich nicht machen. Oh, hier können wir noch jäten. Ansonsten können wir hier leider nichts machen. Wobei, sie könnte sich eigentlich mal mit der Vogelscheuche anfreunden. Also wir werden die Vogelscheuche untersuchen und dann wird sie mit ihr plaudern. Wir werden einen Erntewitz erzählen und wir werden über Vögel reden. Also wie schon öfters angemerkt, Ivy wird ja eher eine Einzelgängerin. Also sie soll sich ja besser mit Tieren als mit anderen Sims verstehen. Und ich finde, da passt es dann ganz gut, wenn sie sich auch ein wenig mit unserer Vogelscheuche anfreundet. Ja, die sind alle noch sehr verängstigt von dem Feuer. Unsere Violette ist auch schon im Bett. Ja, warum bist du denn auch schon im Bett? Das passt ja gar nicht zu dir. Du könntest deine Freundin Stella mal anrufen. Wir werden ihr eine glückliche SMS schicken, dann werden wir mit ihr plaudern und dann wird sie auch noch ihren Vater anrufen, also ein wenig mit Gabriel plaudern. Daisy hat ihre Hausaufgaben auch schon bald fertig. Oh, jetzt wird Violette angerufen. Du hast recht, Violette. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren wir uns. Nein, okay, also in den Park möchte ich jetzt eher nicht gehen. Da sagt sie jetzt eher nein. Es ist ja auch schon ziemlich spät und ich glaube nicht, dass Emma ihre Violet noch so spät außer Haus lässt. Dann haben wir hier schon ein paar Sachen hergestellt. Gut, danach können wir eigentlich auch noch was einmachen. Machen wir einfach immer mehr Schokoladensirup. Wir haben jetzt kurz vor 12 Uhr. Die Kinder liegen schon im Bett und Emma ist noch dabei, Schokoladensirup herzustellen. Aber sie wird da jetzt eine kurze Pause einlegen, denn sie wird den Geburtshelfer anrufen. Das hätte ich fast vergessen und immerhin haben wir den Realistic Childbirth Mod im Spiel. Deshalb werden wir das auf jeden Fall nutzen. Geburtsoptionen. Die Wahl der richtigen Geburtsmethode für dich und dein Baby kann eine entmutigende Aufgabe sein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man sich leicht im medizinischen Jargon verlieren und durch die unzähligen Entbindungspraktiken verwirren kann. Welche Methode ziehst du in Betracht? Und wie immer gibt es die Auswahl der Chirurgiemaschine, der natürlichen Entbindung und des Kaiserschnitts. Ich denke, Emma wird sich wieder für die natürliche Entbindung entscheiden und deshalb wähle ich jetzt auch genau diese. Das dauert zwar immer ein bisschen, aber das werden wir schon schaffen.
Gut, natürliche Entbindung. Ja, gut, das wissen wir ja schon alles vom letzten Mal und wir wählen jetzt diese Option aus. Perfekt. Emma hat sich für eine natürliche Entbindung entschieden. Wenn du deine Meinung änderst, kannst du den Geburtshelfer wieder anrufen. Aber ich glaube, wir werden dabei bleiben. Aber jetzt wird Emma die Nacht noch nutzen und ein paar Sachen einmachen. Dann können wir morgen ganz in der Früh noch zum Markt schauen. Und das geht sich hoffentlich vor der Geburt aus. Wir haben jetzt kurz vor 7 Uhr früh und die Kids sind tatsächlich schon aufgestanden. Die sind gerade am Frühstücken. Okay, die Klasse von Daisy macht einen Ausflug ins Kunstmuseum. Alles klar. Dann wird sie sich vermutlich gleich mal auf den Weg machen. Emma wird auch schon wieder angerufen. Agatha. Hey Emma, ich hoffe, das ist nicht seltsam, aber ich habe in letzter Zeit angefangen, anders über dich zu denken. Glaube, ich habe mich in dich verliebt, Emma. Okay, ich glaube, sie ist nicht ganz Emmas Typ, deshalb sagen wir einfach mal, ich empfinde das nicht so. Also, Ivy, du wirst dich jetzt um den Garten kümmern. Kannst du das nicht ernten? Oh, sie besitzt nicht genug Mentalfähigkeit, um das zu tun. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall die Mentalfähigkeit aufbauen. Dann sollte sie vielleicht doch mal die Hausaufgaben machen. Ich glaube, das Aktivitätsdiagramm ausfüllen, das hilft uns dabei. Könnte uns dann ausnahmsweise Daisy helfen? Nein, okay, Daisy kann uns leider auch nicht dabei helfen. Es ist Zeit für Daisy, auf eine Exkursion zu gehen. Okay, Daisy muss dann schon in die Schule. Violet kann ja dann noch einmal Stella anrufen und einfach mit ihrer besten Freundin tratschen und dann noch mit Gabriel. Ich glaube, das passt ganz gut. Und Emma, dann musst du aber leider auch schon aufstehen. Dann kannst du die Toilette putzen, auf die Toilette gehen und dann alles im Garten einmal ernten. Und ich glaube, dann werden wir gleich mal zum Markt schauen. Emma ist jetzt auch sehr, sehr wütend. Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit wegen der Schwangerschaft. Okay. Nein. Ivy und Violet werden heute alleine in die Schule gehen. Ich freue mich schon sehr, wenn wir sie mal begleiten. Also, wenn wir die Kids in diesem Part bekommen, dann sollte sich das im nächsten Part ausgehen. Ach so, nein. Nicht die Schule schwänzen. Nein, Violet, geh in die Schule. Du bist eindeutig noch zu jung, um Schule zu schwänzen. Emma wird schon wieder angerufen. Vermisst du mich schon? Willst du zu mir kommen und bei mir entspannen? Nein, Raoul, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir sehr, sehr wütend auf dich. Und ich weiß nicht, ob wir dich jemals wiedersehen möchten. Wo war ich gerade? Genau, im nächsten Part würde ich gerne mit den Drillingen zur Schule gehen. Also ich habe ja den Go-to-School-Mod von Serbo und ich habe ja auch eine Grundschule hier platziert. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr cool. Uns wurde gerade der Strom abgestellt. Ich glaube, das ist das Zeichen dafür, dass wir dringend zum Markt müssen. Und zwar reisen wir natürlich wie immer zum Hanford-Restaurant. Oh, habt ihr gesehen? Agathe mag uns jetzt nicht mehr. Oder Agnete? Weiß nicht. Es gibt doch eine Agathe und eine Agnete. Und eine davon mag uns nicht mehr. Ich glaube, das ist doch die Frau vom anderen Stand. Also die hat sich anscheinend in Emma verliebt und wir uns aber nicht in sie und deshalb mag sie uns nicht mehr. Ja, es kann eben nicht jeder mit Zurückweisung umgehen. Und hier sind wir. Gut, dann gehen wir gleich mal zu Kim und werden mit ihr handeln. Ich hoffe sehr, sehr, dass wir Rabatte bekommen. Also eigentlich, dass wir mehr Gewinn bekommen. Denn wir können das Geld wirklich sehr, sehr, sehr gut brauchen. Und wie sieht es aus? Okay, heute sieht es nicht so gut aus. Ah doch, du bist ein hartnäckiger Feilscher. Sehr, sehr gut. Dann werden wir die Objekte jetzt verkaufen. Und zwar haben wir 9-mal eingemachte Pilze und 48-mal Schokoladensirup. Mir wurde übrigens gesagt, mit irgendeiner Taste geht das dann schneller, wenn ich den UI-Cheats-Mod habe. Das ist eine Lüge. Ich habe gerade alle Tasten probiert. Aber egal. Sehr gut. Wir bekommen 1440 Simoleons. Das ist perfekt. Sehr gut. Wir sind reich. Dann schauen wir gleich mal nach Hause und werden natürlich als erstes die Rechnung bezahlen. Und ich glaube, dann könnten wir auch schauen, ob wir genügend Geld haben, um das Haus oben ein bisschen auszubauen. Also zumindest mal, dass wir die Betten der Kinder nach oben geben und ihnen eben auch noch ein paar Gegenstände geben, dass sie sich besser beschäftigen können. Und hier sind wir. Hä? Daisy, warum bist du denn zu Hause? Dauerte der Ausflug nur eine Stunde? Zu viel denken und sie hat Halsschmerzen. Okay, vielleicht kam sie nach Hause, weil sie krank ist. Das kann natürlich sein. Aber gut, dann bezahlen wir jetzt einmal hier die Rechnungen. Die Rechnungen wurden bezahlt, wir haben wieder Strom. Und mir fällt gerade auf, ich habe sehr wenig Lichter in diesem Haus. Kann das sein? Oder sind die einfach nicht eingeschaltet? Ich kaufe mal dieses Licht für hier. Das ist ohnehin mein Lieblingslicht.
Und dann werde ich oben auch noch eines kaufen. Und ich werde jetzt hier auch mal die ganzen Debug-Sachen verkaufen. Das werden wir verkaufen und das. Einfach den ganzen Müll entfernen. Wir haben ja gesagt, dass wir das Schritt für Schritt machen. Und ich glaube, da wir jetzt genügend Geld haben, um ein paar Sachen zumindest hier platzieren, passt das ganz gut. Okay, aber so richtige Zimmer werden die Drillinge jetzt natürlich noch nicht bekommen. Dafür haben wir einfach noch nicht genügend Geld. Aber ich werde einfach mal ihre Betten oben platzieren. Und dann bekommt eben jeder so seine Ecke oder zumindest seinen kleinen Bereich. Und dann werden wir ihnen auch ein paar Spielsachen dazugeben. Okay, wie machen wir das Ganze? Was könnten wir ihnen kaufen? Ich glaube, ich gebe Violet hier rüber. Also sozusagen bekommt sie dann hier das Zimmer. Weil ihr möchte ich ein paar sehr, sehr coole Sachen kaufen. Also auf jeden Fall braucht sie den Kreativtisch. Kreativkunsttisch. Also den braucht sie auf jeden Fall. Den stellen wir dann einfach mal hier hin. Und dann braucht sie auch noch ein Instrument. Für Kinder gibt es nur die Geigen. Dann spielt sie Geigen. Und perfekt, die gibt es sogar in Violett. Das passt ja wirklich perfekt. Gut. Dann stellen wir das Ganze mal hier so hin. Ich weiß, das sieht jetzt alles noch ein wenig chaotisch und merkwürdig aus. Aber es ist ja noch Work in Progress. Also es kommen da auf jeden Fall natürlich noch Wände und alles hin. Aber momentan haben wir eben nicht so viel Geld. Ich muss jetzt eh schauen, dass ich nicht für ein Kind zu viel Geld ausgebe. Gut, dann lassen wir das so mal für Violet. Also sie hat hier jetzt einfach ihr Bett. Hier hat sie den Kreativkunsttisch und die Geige. Und dann werde ich Ivys Bett auch hier ein wenig räumlich noch von Daisy abtrennen. Und was könnte ich ihnen kaufen? Also ich bin mir ziemlich sicher, Daisy braucht auf jeden Fall einen Schreibtisch. Oder gibt es diesen Türtisch? Aber den gibt es leider nicht in grün. Der sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also der ist vom Werwolf-Pack. Und ja, ich weiß, dass es eigentlich eine Tür ist. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass Emma das einfach so selbst zusammengebaut hat. Eben damit Daisy wenigstens irgendetwas hat, wo sie sitzen kann. Und dann geben wir auch noch einen günstigen Stuhl. Schade, dass es dann nichts in Gelb gibt. Aber immerhin sind ihre Farben Gelb und Weiß. Von dem her passt das schon. Ich stelle das, glaube ich, doch so hin. Wie gesagt, das wird alles noch ganz, ganz anders werden. Das ist jetzt eben nur für den Beginn. Und Ivy... Ja, ich weiß nicht, ob Ivy überhaupt etwas braucht. Vielleicht ein Aquarium, das ja sehr tierlieb ist. Ich glaube tatsächlich, Ivy bekommt momentan nichts mehr, weil sie ohnehin die ganze Zeit draußen ist. Und außerdem möchte ich, dass sie zu den Pfadfindern geht. Und dann können wir so und so die Abzeichentafel dort hinstellen. Gut, dann haben wir dieses Zimmer hier wieder frei und dort können dann die Zwillinge einziehen. In der Zwischenzeit, bis wir warten, dass Emma in die Wehen kommt, kann sie ja nochmal jede Menge Sachen einmachen. Hier werden wieder Pilze einmachen und mehr Pilze einmachen und dann noch Schokoladensirup. Und dann warten wir einfach ab. Als Violet zum Unterricht geht, fällt ihr plötzlich ein, dass ihre Hausarbeit heute fällig ist. Sie starrt auf die Arbeiten ihrer Mitschüler, die sich bereits auf dem Lehrerpult stapeln. Sie müsste nur ein paar Minuten alleine mit den Arbeiten sein, soll sie versuchen, die Arbeit eines Mitschülers abzuschreiben oder die Wahrheit gestehen. Also wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das im letzten Part auch schon mit Daisy. Und Daisy hat ja abgeschrieben, weil sie einfach erfolgreich in der Schule sein möchte. Und ich glaube, Violet würde auch abschreiben, aber einfach aus dem Grund, weil sie sich Arbeit ersparen möchte. Und deshalb werden wir abschreiben. Wir haben eine kleine Leistungsverbesserung, da der Lehrer beschäftigt ist. Oh nein, und Emma hat gerade den Ofen kaputt gemacht. Gut, dann werden wir das reparieren, weil ansonsten kann sie nicht weiter kochen. Soll Daisy die Klassenkameradin Stella zu sich einladen? Okay, also Stella möchte schon wieder bei uns sein. Alles klar, komm gerne vorbei. Anscheinend ist Stella nicht so gerne zu Hause. Gabriel, alles Gute zum Geburtstag, Ivy? Ivy hat nicht Geburtstag. Hä? Nein, in 5 Tagen. Okay. Ivy? Nein, das machst du ganz sicher nicht. Du kannst das jetzt wegwerfen. Und dann kannst du hier auch den Boden putzen. Gut, und dann wird Emma auch ein Mittagessen für alle kochen. Was können wir denn machen? Wir haben nicht so viel Auswahl, aber es ist in Ordnung. Dann machen wir am besten eine Partygröße Reiskuchen. Ich glaube, das passt ganz gut. Oh Gott, ist sie schon wieder schwanger? Scarlett ist da und ich glaube, sie ist einfach schon wieder schwanger. Ja gut, Daisy, dann bitte mal deine Großmutter herein.
Und anscheinend ist sie tatsächlich schon wieder schwanger. Dabei hat sie doch gerade erst Leo bekommen. Oh, also Leo ist mittlerweile auch schon ein Kind. Den müssen wir auch auf jeden Fall mal kennenlernen. Aber vielleicht warten wir da besser, bis ihr jetziges Kind auf die Welt kommt. Was ist mit diesen Sims los? Warum müssen sie die ganze Zeit Kinder bekommen? Glaub langsam, Scarlett spielt ihre eigene 100 Baby Challenge. Was, du kennst deine Großmutter nicht? Ja, dann stell dich mal sofort bei deiner Großmutter vor. Sie hat sich doch die ganze Zeit um sie gekümmert, als sie noch Babys waren. Nein, Ivy, du veranstaltest hier kein Chaos. Aber du kannst. Haben wir keine Spielsachen mehr? Wer hat denn die ganzen Spielsachen von euch? Ivy hat ziemlich viele im Inventar. Gut, Ivy, dann kannst du hier einfach mal mit irgendetwas spielen. Und das Essen ist fertig, dann können wir mal alle zum Essen rufen. Also Stella und Scarlett können natürlich auch sehr gern mitessen. Okay, und wir fragen jetzt Scarlett gleich mal nach dem Entbindungstermin. Wo geht denn das schnell? Mit dem Baby zu fühlen. Und dann werden wir sie darum bitten, bei der Geburt dabei zu sein. Dann ist es ja wirklich fast wie beim letzten Mal. Also da hat ja auch Emma ihr Kind bekommen und Scarlett zufällig im Krankenhaus getroffen, weil diese auch ihr Kind dort bekommen hat. Wow, ich habe wirklich ein Déjà-vu. Aber auf jeden Fall scheint Scarlett auf keinen Fall so schwanger zu sein wie Emma. Also ich schätze, sie ist noch ziemlich am Anfang. Ich bin schon sehr gespannt, was sie bekommt. Und ich finde es wirklich seltsam, dass die sich jetzt so dazu entschieden haben, wieder so viele Kinder zu bekommen. Gut, Emma, dann kannst du deiner Mutter jetzt auch mal erzählen, dass du ein Baby bekommst. Ich meine, sie wird es vermutlich sehen. Und sie freut sich für uns. Das finde ich super. Dann werden wir jetzt sie darum bitten, uns zur Geburt zu begleiten. Nein, Raoul, du darfst nicht vorbeikommen. Warum ruft er die ganze Zeit an? Er kann wirklich nicht mit Abweisung umgehen. Oh, ich würde gerne dabei sein und euch unterstützen. Sehr, sehr schön, das freut mich. Dann werden wir Bewunderung ausdrücken. Und dann werden wir auch mal das Baby fühlen. Gabriel ruft Violet an. Hey Töchterchen, ich wollte nur sagen, dass ich dankbar bin, dass ich dich trotz allem habe. Wenn du nicht beschäftigt bist, kannst du zu mir kommen. Das finde ich sehr, sehr süß. Also Gabriel ladet Violet ein. Und das passt sehr gut. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass Violet eindeutig nach Gabriel kommt. Und deshalb, ja, warum nicht, wird Violet jetzt einmal zu Gabriel gehen. Dann lasse ich die Familie hier mal ein wenig alleine. Also natürlich ist jetzt Violet nicht alleine nach San Myshuno gekommen. Ich schätze, Gabriel hat sie einfach abgeholt. Und Daisy und Ivy wollten eben andere Sachen machen. Gut, hier sind wir. Dann werden wir über das Feuer sprechen. Also wir werden ihm einmal davon erzählen, dass es bei uns gebrannt hat. Dann werden wir ihn liebevoll umarmen und werden unsere liebste Comicfuhr zitieren. Und dann werden wir ihn einmal kennenlernen. Und Violet hat jetzt auch schon Level 4 der Sozialfähigkeit erreicht. Hier haben wir Gabriels Apartment. Wow, da war ich tatsächlich schon lange nicht mehr. Also ihr kennt es vermutlich noch aus dem Intro vom ersten Video. Irgendwie liebe ich dieses Apartment. Also ich finde es so unglaublich cool. Ich meine, es ist natürlich sehr unordentlich, aber hier mit dem Klavier und das Bett und die Gitarre, finde alles total schön. Kann sie ihn nicht bitten, dass er ihr etwas vorspielt? Oh, sie kann tatsächlich Keyboard spielen? Ja gut, Violet, dann setz dich mal an das Keyboard von deinem Vater und üb ein wenig. Wusste nicht, dass Kinder am Keyboard spielen können. Oh, ist das cool. Gut, dann kann Violet jetzt auch noch länger hier bleiben. Also sie kann den Abend gerne noch mit ihrem Vater verbringen. Er kocht auch gerade Abendessen. Und sie hat Level 3 der Kreativitätsfähigkeit erreicht. Aber gut, wir schauen dann zurück zu Emma, denn ich glaube, die Kinder sollten sehr, sehr bald kommen. Und Emma ist in den Wehen. Ich habe gar keine Benachrichtigung bekommen, weil ich nicht da war. Wie geht das schnell? Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Wieso bin ich so? Ich habe schon so viele Kinder in Sims bekommen und ich vergesse immer, wie es geht. Baby im Krankenhaus bekommen. Sehr gut. Emma wird bald ein Baby bekommen. Emma ins Krankenhaus folgen. Ja, wir werden mitmachen und wir nehmen Scarlett mit, weil das haben wir ja mit ihr ausgemacht. Und ja, dann geht es jetzt auf ins Krankenhaus. Gut, hier sind wir. Wir haben einen Assistenten, einen Arzt und eine Geburtshelferin. Gut, dann können wir ja gleich mal damit starten, dass wir
um eine Überprüfung bitten und sie gleich mal nach dem Epidural fragen. Ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht und ich bin mir auch nicht ganz sicher, was das sein soll. Aber ich glaube, das ist dafür da, dass sie nicht so große Schmerzen hat. Deshalb passt das, denke ich, ganz gut. Oh, und ihre Fruchtblase ist anscheinend gerade geplatzt. Alles klar. Sie hat auch jede Menge Stimmungen. Also ihr geht es wirklich, wirklich nicht gut. Und sie ist 1 Zentimeter geweitet. Gut, aber die ganze Geburt geht sich jetzt in diesem Part leider nicht mehr aus. Ich werde den Part dann nämlich jetzt an dieser Stelle beenden. Und das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Also was im nächsten Part passieren wird, ich glaube, das muss ich euch nicht erklären. Also Emma wird auf jeden Fall die Zwillinge auf die Welt bringen. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wieder über jedes Abo, über jeden Kommentar und über jedes Like. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!